Hey, hey, YouTube, Hallöchen, Cheese wieder hier, habe es neue Augen, nächste Folge, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ein neues Verbot zu umgehen gelernt, und zwar den Erwachsenen zu widersprechen, und das tun wir jetzt einfach. Tada! Und jetzt sollte es uns jetzt möglich sein, hier durch den Zaun zu krabbeln. Nice! Libby! Kapitel 2, Ednas Versteck. Läuft doch gut bisher, würde ich behaupten. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Ey, besser spät als nie. Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Oha. Wenn das so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Oh Gott. Genau. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Oh, schön. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Nein, nicht so wirklich. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Hey. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Frech. Sehr, sehr frech. Hey. Hey. Soll das? Das ist frech. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Ja, Lilly. I feel you. So, ein Fahrrad. Das musste das Polizeiauto sein. Ja, genau, unter Luftpumpe. Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die ihr niemand nehmen konnte. Knochen. Gut, wir haben eine Luftpumpe. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Richtig, ja, ja, genau das hat die auch vermutet. Okay, und hier ist ein Pizzakarton. Chilischoten. Karton auf, Karton zu, Karton auf, Karton zu, Karton auf, Karton zu, Karton auf, Karton zu, Karton auf. Gut. So, jetzt sind wir hier im Dorf. Wir waren im
Hinterhof. Da ist die Polizei. Tatsächlich ist es dann... Wow, wirklich das Polizeiauto. Wow. Okay, wie, da geht es wieder zum Wegweiser. Hinterhof. Was haben wir hier? Nix. Da haben wir eine Bar. Dann geht es zum Friedhof. Okay. Oh, hi Herr Wachtmeister. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Lilly und wer bist du? I love you. Oh, gelber Stift. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Cool. So, wir schauen uns mal um. Hier haben wir einen Alkotester. Geiler Scheiß. Da liegt übrigens unsere Karte. Schön. Im Löwenkäfig. Weingummis, eine Dose Valium. Valo sagt direkt, dieselben Valium-Tabletten hatte die Oberin vergangenes Jahr benutzt. Die besseren Ergebnisse erzielte man aber mit Morphotinol akut. Oh ja. So, und wir haben Valium. Daraus kann man sicher irgendwas Tolles machen. Die Weingummis sahen lecker aus. Lilly nahm das als Indiz dafür, dass sie sie nicht essen durfte. So, schauen wir mal. Alkotest. Ach, lass mich raten. Erst wenn ich besoffen genug bin, dann komme ich da rein. Na? Wow, echt jetzt? Ernsthaft? Ich muss in die Bar. Aber zuerst rede ich mit dem Polizisten. Der Polizist zitterte am ganzen Körper. Dabei war es hier drin doch gar nicht so kalt. Vielleicht braucht er Bier. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Ja. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Lilly, Dr. Marcel, Lilly, Dr. Marcel. Mich selbst. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, hat die recht. Ich dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Das ist nicht blöd gelaufen. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstellen? Ja. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Richtig. Und wen willst du anzeigen? Jetzt zeigen wir Dr. Marcel an. Doch nicht etwa Dr. Marcel, ja, oder? Doch. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Verdammt. Okay, ab in die Bar. Wir müssen sie wahllos besaufen. Kinder natürlich nicht nachmachen. Alkohol ist nicht gut für euch. So, was haben wir hier? Ein Flunderautomat. Flunder to go. Wie praktisch. Flunder to go, wie um praktisch. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Okay. Kleingeld haben wir natürlich keins in der Tasche. Aber gut. Dann... Neonpinke Leuchtreklame. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Oh, cool. Das dachte ich jetzt nicht, dass das so einfach wird. Da haben wir sonst nichts. Eine Sammeldose, da ist bestimmt Kleingeld drin. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war,
hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen. Gut besucht übrigens die Bar so nebenher. Wow, dem Typen ist ja alles wurscht. Kann ich das jetzt so verwenden vielleicht eventuell? Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Ja. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Na ja, gut, Versuch war's wert. Ich habe noch nie einen Barmann gesehen. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass sie normalerweise keine Nachthemden trugen. Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Ganz ohne Eltern. Allein. In der Nacht. Wow. Hey, nett, was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Der wow. Alkohol. Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte. Den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Ah ja, danke schön. Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. Finde ich gut. Der Volcano Berserker. Zutaten? Ja, keine, weil kein Rezept. Super. Neondrinks. Neongrün, Neongelb, Neonpink. Wow. Betäubungsgift Sunnycup, Kugelfisch und Valium. Ja, coole Sache. Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Schade. Ein Volcano Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das heißt, wir brauchen das Rezept. Mit ins Grab genommen. Wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Oha, okay. Das ist, ich dachte mir so Friedhof, aber vielleicht dann doch nicht. Man weiß es nicht. Oh, scheiße, nein! Das Falsche anklickt. So. Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein, weil ich hab keinen Kugelfisch. Gut. Dann kannst du mir nicht helfen, ich weiß. So, gut, dann muss ich den Typen wohl finden. Ich brauche das Rezept, weil ich brauche den Volcano Berserker. Tschüss. Aha. Feuer. Die Miranja, das Medium. Grüne Neonfarbe. Cool. Aha, hier weiß man, wo es hingeht. Viele Fragezeichen. Sehr spannend. Und sonst nichts außer gruselige Stimmung. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Okay, cool. Okay, ja. Das Mädchen sah freundlich aus. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Cordula. Mein Name ist Miranja. Miranja das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Ah. Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind. Aber ich will wissen, wo Max Mixo ist. Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Okay. So, Ohrenstöpsel, vielleicht der Weingummi. Warte mal, ich will aber vor die grüne Neonfarbe. Lilly mochte alles, was ja, bla bla. Dankeschön. Weingummi in den Ohren würde ich fühlen, liebe Miranja. Probier das mal. Hm? Was? Oh.
Hallo, Kleine. Was hast du denn da? Ohrstöpsel. Sind das etwa Ohrenstöpsel? Ja. Großartig. Danke. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein, die sind zu groß. Oh, schade. Ach, perfekt. Hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis, das Geheimnis seines ultimativen Drinks. Der Volcano Berserker. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus 3 Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mix jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Aber wo zur Hölle kriege ich denn Revierkraut her? Was ist denn Revierkraut? Revierkraut, das heißt tatsächlich so. Na gut, okay, aber immerhin. Einen Teil davon haben wir ja schon. So, den Weingummi will ich wieder haben. Dankeschön. Revierkraut. Hey, jetzt habe ich übrigens alle Neonfarben. Wollte mal so nebenbei anmerken. Revierkraut. Oh. Ja, ich weiß, ich darf nicht mit Feuer spielen. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Danke für den Hinweis. So. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die passende Gelegenheit auf. Lilly lauscht. Okay. Du weißt, was du alles. Ja. Alles in Brand stecken. Das wollte ich gar nicht anklicken. Nur weil Lilly. Okay. Ah ne, die Valium brauche ich auch. Das brauche ich, die Luftpumpe vielleicht? Nur weil Lilly sie nee. Okay, gut. Dann muss ich den Verbot wieder sicher umdrehen, weil sonst kann ich wahrscheinlich wieder an keine Orte gehen. Weil verboten und so. Wir schauen mal, was da hinten ist. Wir brauchen Revierkraut. Hä? Was ist denn das jetzt? Ist denn das Bild so klein? Außerdem kommt mir das bekannt vor. Was zur Hölle? What the hell? Wohl nur ein kleines Easter Egg, wie es aussieht. Coole Sache. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall die Zutaten. Wir brauchen noch Revierkraut, dann können wir uns diesen unglaublich tollen Drink mixen lassen. Die Frage ist nur, wie kommen wir dazu? Hier ist nichts mehr. Hinterhof. Aber beim Hinterhof vielleicht jetzt nur irgendwo Kraut oder so. Ansonsten gehen wir wieder zum Wegweiser. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Moor vielleicht dieses Kraut finden. Möglicherweise. Ja, weil hier ist sonst nichts mehr. Ja, dann lasst uns zurück zum Wegweiser gehen. Da unten wäre eine Brücke und da wäre der Moorsee. Ich würde gerne vorher zum Moorsee gehen. Einfach so aus dem Gefühl raus. Oh. Gruselig. Jetzt wieder zum Wegweiser. Wir schauen uns alles durch. Das Schild selbst zeigt nichts an. Okay, wir gehen in das Versteck. Das Versteck vor wen auch immer. Au! Oh. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Hey. Hä? Okay, wie kann ich denn das Verbot umgehen? So anscheinend derweil noch gar nicht. Ist wohl noch nicht an der Reihe. So wie es aussieht. Dann gehen wir mal zur Brücke. Oha, das kennen wir doch.
führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moosees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Handlanger von Dr. Marcel. Unglaublich. Wärter der Anstalt. Und hier ist Garrett versteckt in Le Busch. So, ich dachte mir, hier vielleicht wäre schon Revierkraut, aber nö. Aber hier haben wir eine Futterkrippe. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Super. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Tja, weiß was dran. So, komme ich jetzt irgendwie da rum oder rüber oder sonst wohin? Gar nichts, nixi. Wer hat da Anstalt mit Garrett? Garrett so, mal. Tat, was er am besten konnte. Lauschen. Ah. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Ja. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Ja, jetzt haben wir halt ein Problem, weil hier komme ich nicht weiter, hier ist auch nichts mehr und ich kann auch vermutlich so nichts tun, glaube ich. Gut, aber ich könnte diesen einen Cocktail mal mixen. Was war denn das? Vielleicht hilft uns das weiter, der Neon-Drink. Ja nun. Puh, was auch immer uns der helfen soll, bin ich mir unsicher. Ah ja, wobei, vielleicht bringt uns der zum Leuchten. Ich weiß es nicht, aber den könnte man mal mixen, weil ansonsten hier geht's aktuell nicht weiter. Das Kraut in dem Sinne sieht man jetzt auch nicht. Auf den einen Ort kann ich nicht gehen, weil ich keine verbotenen Orte oder keine gefährlichen Orte betreten darf. Hier geht's auch nicht zurück. Und somit haben wir die A-Karte. Okay. Hallöchen. E-Beams, 1 Lilly. Und ich hätte gerne einen Neondrink. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Verdammt. Aber keine Sorge. Es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Das klingt super. Neondrink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Neon. Okay. Kann ich den irgendwie präparieren? So aufregend war das nun auch wieder nicht. Schaut nicht so aus. Schade. Was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst. Und ja, ist alkoholfrei. Du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel zu jung. Zweitens würde ich dich nur ungern in die Ausnüchterungszelle sperren müssen. Ich habe auch so schon viel zu viel Papierkram. Was? Ich muss noch meine Steuer machen?
Die haben wir, glaube ich, vorher noch gar nicht angeschaut, die Karte, ne? Die Karte lag außer Reichweite. Ja. Okay. Also hier kommen wir nicht richtig weiter. Oho, oho. Jetzt bin ich mal. Warum zeigt eigentlich einmal den Hinterhof dort und einfach einmal da? Bin mir unsicher. Ist das anderes wie der? Nee, ne? Nö. Nö, nö. Ist der gleiche. Mit dem Fahrrad kann ja auch nichts irgendwas machen damit. Die Luftpumpe. Was machen wir mit der Luftpumpe eigentlich? Lilly hatte keine Eltern, die ihr Fahrradfahren beibringen konnten. Sie musste es wohl alleine herausfinden. Wahrscheinlich war sie schon ganz nah dran. Definitiv. Schöner Schaden. Okay. Achso, warte mal. Ich könnte ihn nur anreden auf den Trink, dass ich seine Zutaten jetzt kenne. Das könnt ihr vielleicht machen. Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. Ein Volcano Berserker? Hast du denn noch alle Zutaten beisammen? Nein? Okay. Dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Okay, das heißt, er reagiert jetzt nicht drauf, dass wir das Rezept und so gefunden haben. Das ist ihm völlig Latte. Juckt ihn so gar nicht. Den Trink haben wir halt. Super. Wow. Also den Neon-Trink. Hier ist ein gutes Rad teuer, außer wir nehmen das von der Polizei, das ungesichert rumsteht. Ich schaue nochmal, ob ich nochmal mit Merania sprechen kann. Warte, ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Das hätte ich mir denken können. Okay, und hier wird sie auch nichts verändert haben. Ja, heiliger Bimbam. Das scheint wirklich ein Easter Egg zu sein. Okay, dann muss ich jetzt aber ehrlich gestehen, fällt mir jetzt gerade nicht viel ein, außer ich kann mit dem Neon-Drink eventuell noch was bei den Typen unten an der Brücke machen. Ansonsten außer, dass ich irgendwie versuchen muss, dass ich an diese Orte darf. Also, dass ich quasi dieses Verbot aufhebe. Wieder per Hypnose. Allerdings geht das gar nicht, weil Harvey wieder sofort abhaut. Es sind vor allem nur drei Wege, oder? Ja, Dorf, Brücke, Moorsee und da komme ich nicht hin. Ja, okay. Ich gehe nochmal zur Brücke runter wegen dem Drink. Und schaue, ob ich mit dem irgendetwas erreichen könnte vielleicht. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Okay, das könnte vielleicht helfen. Jetzt zeigt die Futterkrippe auch nichts mehr an, aber der Drink ist weg. Ich würde sagen, wir gehen nochmal weg und nochmal hin. Oh nein, wir gehen nicht mehr hin. Oha. Ah, sehr schön. Hervorragend. Die Säbelzahnwildschweine hatten den Neondrink getrunken und ihr Revier markiert. Das hier war demnach Revierkraut. Ja, perfekt. Perfekt. Na bitte. So hat es zwar jetzt nicht im Sinn, dass das so klappen könnte, aber hey, wenn es funktioniert hat, dann war es richtig. So soll es sein. Das heißt, wir können uns jetzt diesen wundervollen Volcano Berserker mixen lassen. Hey, mein Freund. Ich hätte gern einen Volcano Berserker. Weil ich muss mich wahllos besaufen, natürlich nur für dieses Spiel hier. Volcano Berserker kommt sofort. Aber Vorsicht. Da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Oh. Nein, echt jetzt. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal. Meine lustigen Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Okay, das heißt, hier geht's wohl weiter und hier scheinen wir auch die Möglichkeit zu haben, wieder mit Hypnose zu arbeiten. Ich würde sagen, mit einem fröhlichen Woogie, Woogie verabschiede ich mich und ich würde mich freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch, ein Kommentar, Abo da lässt und wenn wir uns in der nächsten Folge wieder sehen. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut, tschüssi und ciao, ciao.